Ja, moin Leute! Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fußballmanager. Die andere Folge wird gerade hochgeladen. Leider habe ich es heute Morgen nicht mehr geschafft. Ich weiß selbst nicht warum, aber ja, okay. So, dann schon mal vorab. Bissingen geht's heute dran. Ich glaube nicht, dass wir da was holen können. Apropos was holen. Wir haben einen Jugendspieler in unseren Kader hinzugekommen, und zwar der Fleckenstein. So, 16er Stärke, ist okay, keine Welt, aber ihr wisst schon, ne? Ist ja nicht so schlecht. Ja, ein weiterer Transfer ist in die Hose gegangen, Leute. Um einen Euro. Ja, ich dachte mir auch so, danke dafür. Aber ja, so. Weitermachen heißt es. Wenn man bei den größeren Jungs halt mitmischen will, dann ja, muss man auch so welche Niederlagen zweimal einstecken. Ab von Niederlagen, naja, für euch ist es ja ein Sieg. Ich werde jetzt erstmal gleich meine Reise beginnen. Ah, oh Mann, das sieht so gut aus. Ach Mann, 1,7 Millionen. Wir versuchen mal, dass er, ja, so ungefähr die 40er Stärke haben sollte. Das sieht aber schön aus. 1,3 Millionen, so ungefähr sollte ich nur was geben. 1 Million. Stärke 44, 1 Million. Nee, kommt. Dafür gebe ich sogar 1,4 Millionen jetzt aus. Versuchen wir beim Gehalt zu drücken. Ja. Nehmen wir so an. 2 Jahre versuchen wir. 1, 3, 7, 8. Quatsch. 9 sogar. Und dann. Quatsch. 8. Und dann. 9 und dann 4-0. Zack. Ich hoffe, das passt so. Dann werden wir mal schauen. Ja, natürlich gibt's jetzt schnell diese Löschung. Ja, wieder mal ein erfolgreiches Training eingestellt. Erfolgreiche Aufstellung. Bissingen ruft. Los geht's. Wetter ist kalt. Ja, es wird heute für mich auch. Der Schiedsrichter soll gut sein. Glaube ich eher weniger. 3116 Zuschauer sind da. Attacke. Anpfiff. Ja, Bissingen, Tabellendritter und damit ganz klar der Favorit. Heute spielt der ja wieder mit. Ja, mal schauen, wie er sich direkt schlagen wird. Erstes Spiel stärkt halt nur die Mannschaft, den Mannschaftswert, aber naja. Mehr bringt sich, gelb-rot direkt, nach einem brutalen Foul, uiuiuiui. Und jetzt auch noch eine Auswechslung, das läuft überhaupt nicht für Bissingen. Und wir haben direkt die erste Chance im Spiel. Dimitrova, Zwischensport, aber Rakin gewinnt den Sport, oh ja. Naja, direkt die nächste Chance. Alonso läuft auf der Außenbahn, greift an, springt locker vorbei, super, aber ja, lieber Blunt, naja, gegen Blunt kommt man nicht an, naja, in der Chance zumindest, Mozart, legt sich mal vor, Gegenspieler hinterher sprinten, aber nicht so leicht vorbei, und jetzt die erste Chance für Bissingen, in Unterzahl, Befreiungsschlag, oh, kann der Ball ausköpfen, okay. Ja, das würde ich mal sagen, es sieht nach einer ordentlichen Leistung aus, finde ich. Jetzt auch noch Freistoß. Berit schlägt eine Flanke. Fanmassen. In die Fanmassen. Super. Aufs Tor. Doch der Ball geht ins Aus.
Ach, komm schon. Eine Halbzeit gleich überstanden. Weit zu sprinten. Der gewinnt diese Spurt. Ruhig zu tunneln. Der geht als Sieger hervor. Passt so straff und ganz in jeder. Der nimmt das Leder an. Weiter nehmen. Ach, geht's doch echt nicht. Oh Mann. Aber gut, der ist gerade von einer dreitägigen Verletzung zurück. Da muss ich ein bisschen okay sein. Aber jetzt wäre doch mal die Chance da zum Siegen, Leute. Kommt schon, ey. Wir haben mehr Chancen gehabt. Das ist doch nicht normal. Kaden, jetzt auch noch gelb. Oh nein. Wegen gestreckten Beinen. Kaden, macht nichts Dummes. Wer jetzt verletzt das Feld? Und wir kommen an unseren neuen defensiven Mittelfeldspieler. Ich hoffe, wir geben jetzt nicht das Spiel aus der Hand, aber ich glaube, es wird so passieren. Ich glaube schon, weil wir sind letzter, Leute. Die Moral nicht gerade prickelnd. Und Bissingen schon eine Chance. Wenn ich das lese. Schöner Pass, oh nein. Nimmt ihn an. Behaupten. Oh nein, ich lese schon, ich lese schon. Nein, nein, nein. Er fackelt nicht lang aufs Tor. An den Außenposten. Jawohl. Eckpfeifer. Kurz ausgeführt. Dimitrov. Passt doch nicht in den Strafraum, aber da kommt keiner mehr dran. Nein. Dimitrov verlässt jetzt das Feld. Süleyman kommt jetzt rein. Und Yarquin verlässt das Feld. Und Bekara kommt rein. Jetzt nochmal. Alles geben, aber nein, Bissingen. Schönen Spielzug. Sein Ziel, oh nein. Oh nein. Lass dich für eine eindeutige Schwalbe. Boah, ich dachte schon. Oh, Bissingen, nächste Chance. Jawohl. Also, man sieht schon, wer da auf jeden Fall Stammspieler ist. Das gefällt mir hier wirklich. Also dieser Süleyman jetzt mit der gelben, oh nein. Kommt Leute, Alfter. Riskanten Pass, aber Jogo blockt den Ball ab. Ach Mann. Das war's. Ein 0 zu 0 wieder. Drei Unentschieden in Folge. Und das heißt, es gibt den achten Punkt in der Liga. Das heißt, wir sind nur noch 2 Punkte hinter Freiburg. Sehr schön. Und 3 Punkte hinter Aschaffenburg. Selbst so kriegen wir es hin, weil Hollenbach 2-0 gegen Freiburg verliert. Ja, Bissingen war Dritter. Oh, das wusste ich gar nicht, dass die nur noch Fünfter waren. Ja, dabei ändert sich jetzt auch gar nichts. Jetzt muss Bissingen aufpassen, dass die nicht vom Pool noch früher gekriegt werden. Nächster Spieltag wird dann heißen wir gegen Freiburg. Was mir nicht unbedingt gefällt. Das Hinspiel gegen Freiburg ging meines Wissens entweder 1-1 oder 0-0 aus. Eins, eins. Ja, 0-0. Ja, also bis 2 Punkte sind wir dann rangekommen an Freiburg. Der nächste Spieltag wird auch wirklich gegen Freiburg sein. Das ist der 14. Spieltag. Der 15. Spieltag ist dann gegen Aschaffenburg. Oh, das wären die zwei wichtigsten Spiele. Oh, ja, hier sehe ich was Schönes. Jetzt gibt es wieder ein bisschen Pause, Leute. Das heißt, am 27.04., wenn das Derby gespielt ist, heißt es Teutonia Alter versus BFC Freiburg. Ja, da geht es um die rote Laterne. Mit einem Sieg können wir uns vorzeitig auf Platz 9 präsentieren. Bis zum darauf folgenden Spieltag 15, der dann gegen Aschaffenburg ist. Und wir haben dann wirklich jetzt erstmal eine Mission, die heißt
Nicht letzter werden und zumindest nicht den Anschluss an die anderen Plätze verlieren, 9 und 8, weil es wäre echt schön, wenn wir es hinkriegen, ja, diese Position zu verteidigen, oder eher gesagt, den 9. zu holen. Nicht nur zu verteidigen, nicht nur besser zu werden. Wir sind jetzt echt schon nah dran an 12 Punkten. Muss man echt sagen, wir brauchen nur noch 4 Mal Unentschieden spielen. Wir brauchen nur noch einen Sieg, einen Unentschieden, dann haben wir schon so viele wie Alfter in der, naja, in, bis auf die letzten, waren das 6 Spiele, die wir in Folge geholt haben. Meine ich, nee, Quatsch, letzten 4, 5 Spiele, also in den letzten 6 Spielen haben wir ja nochmal richtig viele Punkte geholt. Aber mit einer Niederlage dazwischen, deswegen war es keine Serie. Ich muss sagen, das freut mich aber trotzdem, dass wir hier schon mal besser spielen als wie Alfter in der letzten Saison. Und damit, weil ich meinen Bus in einer, ja, 1,5 Stunden erwischen muss. Und ja, man muss echt sagen, es gibt jetzt nichts mehr zu tun erstmal. Außer einmal Aufstellung. Auch wenn das Spiel erst in 3 Tagen, wie gesagt, in 2 Tagen ist. So, letzte Aufstellung laden. So, speichern. Ich muss sagen, Azura gefällt mir aber wirklich gut. Der macht das Spiel sehr gut. Und ich muss sagen, was will ich mehr als wie das sehen, was die da leisten auf dem Platz, die Jungs. Natürlich wäre der erste Pflichtspielsieg jetzt mal sehr wichtig, vor allen Dingen gerade gegen Freiburg. Ich hoffe, dass wir es schaffen werden. Am 27. wissen wir mehr. Das war's erstmal von mir. Und ich sag mal so, falls ihr was Merkwürdiges hören würdet in der nächsten Folge, dann wundert euch bitte nicht. Das war's von mir. Passt auf euch auf. Haut rein. Ich hoffe, schaltet auch beim nächsten Mal ein und ciao.